vor zwei. Was geht dir gerade so durch den Kopf? Warte, eine Viertelstunde vor Weihnachten. Also, wie ein geiles Gefühl. Ne? Ich habe es ja vor 4 Jahren schon gehabt. Da haben wir verloren gegen Tecklenburg. Und dieser war es. Nach dem Donnerstag war ich mir nicht sicher, aber heute haben wir es echt so super gespielt. Es war nur ein Bedrängnis. Spätestens am 4-1 war es ja gelaufen. Ja, und ja, die rote Karte war, glaube ich, ein Kackpunkt in dem Spiel. Ja, hast du die Szene gesehen? Ja, gut. Ob es unbedingt geben muss, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber ob es dann mit Spiel entscheidend war, weiß ich nicht, war es richtig gut gespielt. Wir haben Donnerstag gar nicht gut gespielt, überhaupt nicht. Ja. Und heute war es dann richtig gut. Und was war jetzt, also warum ist euch das gelungen, heute viel besser zu spielen als Donnerstag? Habt ihr was anderes gemacht praktisch? Ja, wir haben vorne ein bisschen umgestellt, wir hatten Marvin dabei, Marvin Hagemann mit der Geschwindigkeit. Und sie haben auch mal Fußball gespielt. Wir haben Donnerstag gar kein Fußball gespielt. Wir haben die ersten 4 Spiele gut und danach nur lange Bälle. Und das ist überhaupt nicht unser Spiel. Und heute haben wir von der ersten Minute an echt gute Fußball gespielt und sind wieder hoch. War vielleicht ein Stück weit weniger Nervosität dabei, weil man jetzt quasi schon mal eine Halbzeit gespielt hatte und sich an die Rahmenbedingungen gewöhnen konnte. Ja, es wird wahrscheinlich ein bisschen mitgespielt haben, dass andere Volumen echt nervös waren. Das hat man durchaus auch gemerkt. Ja. Aber wir haben beide mal trainiert, haben beide angesprochen, was wir falsch gemacht haben. Und dann haben wir uns heute echt immer gespielt. Ja. Und wie geht es jetzt heute noch weiter? Das geht so eins an. Da gibt es ein paar Wegchen, aber es wird eine lange Hand, glaube ich. Ja, okay. Dann herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg und alles Gute. Okay, danke. Ja.